Ja, Labi, wir sind jetzt gerade im Meer, es war nicht ein bisschen kalt gewesen. Ja, mal, es war schon kalt gewesen, aber es tut gut. Für die Regeneration ist jetzt gut nach dem Match, dass wir 8 bis 10 Minuten drin sind. Und, ja, es hilft uns sicher für die Regeneration. Der Match 2-0 gegen Bukarest, also das Resultat ist eigentlich nicht unbedingt korrekt gewesen, finde ich. Bier hat sich nicht schlecht geschlagen. Mal, wir haben es sehr gut gemacht. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen kompakter gewesen als in der zweiten, aber ich denke, beide Halbzeiten waren sehr gut gewesen und eine gute Mannschaftsleistung mit sehr viel Willen. Ich denke, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ja. Bukarest kann man nicht mit Champions League Mannschaften vergleichen. Ich denke, wenn ich die Leistung mindestens von der ersten Halbzeit anknüpfe, dann kommt es gut in den Rückraum. Ja, Bukarest ist sicher ein Hochkaräter. Sie spielen Jahr für Jahr Champions League oder Europa League. Und man hat schon gesehen, was für Qualitäten sie haben. Aber wir haben es gut gemacht. Und ich denke, genau, wir müssen auch diese Leistungen anknüpfen, die wir hier gemacht haben gegen Bukarest. Das ist die Champions League mitnehmen. Ja. Sie ist jetzt im persönlichen Stand. Du bist ja verletzt gewesen. Hast heute 45 Minuten gespielt. Ja, es ist sehr gut gegangen. Mein Fuß habe ich fast nichts gespürt. Bin ich zufrieden mit diesen 45 Minuten. Aber sicherlich brauche ich noch ein bisschen Zeit, bis ich auf 100% bin. Wie wichtig ist für dich persönlich ein Spiel, also das Trainingslager? Ja, sicher sehr wichtig. Und es tut sicher auch gut, gegen eine internationale Mannschaft zu spielen, wie Bukarest. Und Erfahrung sammeln und halt auch Spielpraxis, ja. Generell auch das Trainingslager, man ist ja die ganze Zeit mit der ganzen Mannschaft zusammen, das ist sicher auch förderlich für den Teamgeist. Ja, sehr. Wir sind sehr nah beieinander zusammen, unternehmen viel im Hotel, essen immer zusammen. Von dem her ist es sicher fördernd für die Teambildung.